und willkommen zum vierten Spieltag der YouTube-Bundesliga. Es ist Eintracht Tagelia gegen SC Elevate. Den, ja, glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste es ja leider noch der Fünftplatzierte sein, da ja Garenkirchen gestern nicht gewonnen hat. Und Elevate immer noch auf Platz 9. Das müsste stimmen. Ja, das stimmt auch so. Und das wird ein interessantes Spiel. Elevate natürlich im letzten Spieltag mit dem ersten Sieg in ihrer YouTube-Bundesliga-Geschichte. Wir sind die Aufstellung der Eintracht 4-2-3-1. Wilson im Sturm. Von der Gruppe Bertens, Padilla im Mittelfeld mit Arbor. Und hinten Neunteufel, Halfa, Foto, Schuck. Und hier sehen wir die Aufstellung von Elevate in einem 4-1-2-1-2. Mit natürlich mittlerweile bekannten Gesichtern. Ong von Tauchen, der den Sieg im letzten Spieltag möglich gemacht hat. Onigiri und Kapitän Monokuma in der Verteidigung. Ja, wie gesagt, die Mannschaft des SC Elevates noch recht neu und ein recht durchwachsener Saisonstart. Beide Niederlagen waren jeweils 2-0 in den ersten beiden Spieltagen, bis man dann im letzten Spieltag einen 2-0-Sieg geholt hat. Also, wer 2-0 tippt, der hofft, dass die Serie bei SC Elevates weitergeht. Und die Eintracht, die möchte natürlich weiter nach oben steigen. Hat jetzt auch einen Lauf, 2 Siege in Folge. Das, der dritte soll kommen. Momentan geht es aber gut im Mittelfeld ab bei beiden Mannschaften. Im Boxen würde man das einen Schlagabtausch nennen. Im Fußball wäre da wahrscheinlich der Begriff Ballabtausch oder so passender. Wer sind's? Gibt zu Van der Grobe, der gibt zu Wilson, der wird weggeschubst. Es gibt aber Freistoß. Ja, kein Problem. Das war zu einfach. Der Freistoß nicht wirklich gefährlich. Das heißt aber nicht, dass die gefährliche Situation jetzt schon vorbei ist, aber auch nachlegen konnte die Eintracht nicht wirklich. Recht. Gibt den Ball wieder zur Eintracht. Leichte Ballverluste bei Elevate, die man verhindern könnte. Bertens! Schießt aus der mittleren Reihe! Und verwandelt den! In der 11. Minute. Das erste Tor. Freie Schussbahn. Ohne Problem. Verwandelt. Besser kann man es nicht machen. Und das hilft natürlich. Und jetzt der Eintracht extrem weiter hoch zu klettern und schließt nämlich jetzt mit den Tabellen, mit der Tabellenspitze an. Es ist dann nur die Frage, wie spielt Essen parallel in Kaiserslautern. Und Wilson will direkt nachlegen. Der macht doch Edelmetall draus, aber leider kein Edeltreffer. Aber schafft er leer noch nachzulegen. Bertens schießt, aber Hut. Das steht ihm gut.
den Ball da ins Aus zu bringen und zu einer Ecke zu zwingen. Und ja, der Ball, die Oberhand, nicht eindeutig Ball der Eintracht. Aber der Kopfball konnte nicht ordentlich ausgefüllt werden und Hut schnappt ihn sich aus der Luft. Und da wird direkt wieder zur Eintracht abgegeben. Berzins sucht sich dort Wilson. Da gibt wieder zu Berzins. Wilson, der muss jetzt nur schießen. Will nochmal zu Berzins abgeben und der macht das! 2:0! Zwölf Minuten nach dem 1:0. Berzins die zweite. Und das ist gut. Das wissen die auch. Die bei der Eintracht. Der 1:0-Sieg gegenüber Schwabach beflügelt die Mannschaft. Und das kann man auch Schwabach natürlich mit den Spielern der Kickers. Die Spieler wurden in allen Saisons der YouTube-Bundesliga Meister. Gelbe Karte für Badia. Von daher waren die natürlich ein Favorit. Und wenn man dann, ja, zwar nicht dominiert in dem Spiel, das ist ein bisschen übertrieben, aber eine extrem gute Leistung zeigt, dann natürlich auch 1:0 gewinnt, dann hat man natürlich die Berechtigung, mit im Favoritenkreis zur Meisterschaft dann dazu zu zählen. Auch wenn, wenn man es mitbekommen hat, ein bisschen Umschwungsstimmung bei der Eintracht herrscht. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Den Chris B. Bacon wird nach der Hinrunde, wenn ich die Pressemitteilung richtig im Kopf hat, Kopf hab, seinen Trainerposten abgeben und in eine andere Stelle des Eintrachtteil leer wechseln. Padilla steht da frei, trifft den Pfosten, noch ein Nachschuss. Macht er das dritte Ding? Ich meine, es ist zumindest eine gute Nachricht für SC Elevate. Dieses Spiel wird nicht 2:0 enden. Die schlechte Nachricht da drin ist aber leider für die Eintracht 3:0. Und deswegen wahrscheinlich erhofft bei Elevate das 2:1. Und ja, gerade davon geredet, also momentaner Coach, der immer noch an der Seitenlinie steht, Crispy Bacon, der wird an der neuen Stelle als Scout im Verein wechseln und dann ersetzt durch seinen Co-Trainer Johnny Gayton, der dann den Posten als Trainer übernimmt. Und sowas erzeugt natürlich auch immer eine Reaktion in der Mannschaft. Die gewollte Reaktion ist natürlich eine gute, positive Umschwungsreaktion. Die scheint man zumindest bei der Eintracht geschafft zu haben, dass das einen positiven Effekt hat. Und das 4:0 muss noch ein bisschen warten. Man muss auch dazu sagen, es ist einer der wenigsten Trainerwechsel. Auch erst der zweite, soweit ich mich recht erinnere, in der Geschichte der YouTube-Bundesliga, der nicht auf schlechte Leistungen des Trainers beruht.
Padilla. Wilson, Tasch. Berzins jagt sein Hattrick. Möchte unbedingt haben. Und ich würde es nicht wundern, wenn er es tatsächlich auch schafft, ihn zu bekommen. Lässt es jetzt einen Gang ruhiger angehen, das merkt man, aber ist immer noch mit dem Finger am Trigger der Pistole. Aber mittlerweile ist Elevate auch schon öfters bei der Eintracht am Strafraum. Jetzt auch wieder. Ist nur zu spät für diese Halbzeit. Dann verliert hier auch wieder einen Platz. Und ich glaube, den Ball um jetzt wird abgepfiffen. 13 zur Halbzeit. Kein schönes Ergebnis für den SC Elevate. Und ich glaube, wir werden noch einiges in der zweiten Halbzeit erleben. So, die zweite Halbzeit beginnt und es sieht, ja, ich würde sagen, es ist noch zu nett zu sagen, es sieht zu gut aus für, zu schlecht aus für SC Elevate. Sieht überhaupt nicht gut aus. Sieht, ja, schlimm aus. Ein bisschen mehr offensive Aggressivität wäre vielleicht angebracht und kaum sage ich es, versucht man eine freie Schussbahn zu bekommen, aber Weber, der ist tatsächlich noch da. Ben Abdullah wird jetzt eingewechselt für Berzins, der leider nicht seinen Hattrick bekommt. Aber einen verdienten frühen Feierabend. Den Mann mit dem Kopf, aber nicht gefährlich. Jetzt sucht Weber eine Anspielstation, eine gute. Lässt die Zeit auslaufen. Wird jetzt ermahnt, dann doch mal den Ball zu spielen. Früh. Da ist durch, aber ich glaube, das war Abseits und da haben wir auch die Bestätigung. Binder kommt jetzt für Van der Grobe bei der Eintracht. Und ja, das der Freistoß bedeutet natürlich auch wieder die Eintracht im Ballbesitz. Wilson gibt zu Binder. Der vergibt den Ball wieder. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwie kommt da noch was. Man sollte noch nicht, nur weil man denkt, die Eintracht hätte jetzt gewonnen, schon abschalten. Binder gibt zu Ben Abdullah, der schießt. Hut prallt, lässt den Ball abprallen von sich. Und Elevate kann klären. Und das war ein bisschen zu voreilig. Padilla war schon vorgewarnt und da hat jetzt eine gelb-rote Karte. Die Eintracht zu 10. Und ja, da muss man aber sich auch nicht beschweren. Das, insbesondere wenn man vorgewarnt ist, sollte man nicht so in einen Zweikampf reingehen. Generell sollte man wahrscheinlich nicht so in einen Zweikampf reingehen, aber da wird dann Padilla aussetzen müssen.
glaube nicht, dass das bei Eintracht und Crispy Bacon unbedingt gefallen wird. Aber sie können da jetzt nichts mehr Großartiges machen. Und jetzt wird es natürlich, jetzt ist natürlich die optimale Chance für SC Elevate, was zu machen. Der große Nachteil für sie, es war ein Offensivspieler, der die rote Karte bekommen hat. Mata kommt für Halfa. Und Onigiri geht für Ma. Aber nichtsdestotrotz, Eintracht geschwächt, jetzt nur noch mehr zu 10. Das muss man nutzen, Fulk! Mit einem guten Kopfball, gefährlicher als die Kopfbälle davor. Aber nicht gefährlich genug für Weber. Und ja gut, Mark holt sich direkt nach seiner Einwechslung eine gelbe Karte ab. Ist jetzt nicht unbedingt das, was man sehen möchte. Und natürlich, wenn man gerade so diesen Vorteil dieser roten Karte hat, jetzt nicht unbedingt schlau, das zu provozieren, dass man selbst eine bekommt. Den da, der schießt auch wieder aus der mittleren Reihe, aber nicht ins Tor, so wie Bertzins. Dann sehen wir nochmal den genauen Ball, ja, knapp kann man hier nicht verwenden. Ein Torabstoß. Tasch fliegt dort zum Ball. Und es gibt Freistoß. Für Elevate. Ich dachte für einen kurzzeitigen Moment, es würde für die Eintracht sein. Weil Schiedsrichter da so ein Schein zu den Spielern gegangen ist, aber er hat dann wahrscheinlich nochmal ermahnt. Oh, Fulk. Etwas tiefer und der war reingegangen. Den Mann jetzt noch nachsetzen. Kurz. Den Mann. Kurz. Den Mann. Ja, ja. Von Tauchen. Ja, boah. Stellt doch seinen Fuß im Weg. Den Abdullah Binder. Das Problem ist natürlich für die Eintracht, man kann nicht so schnell, wie man es vorher gewohnt war, umstellen, rumswitchen zu einem Angriff, da man natürlich unterbesetzt ist. Kürz geht gut rein, kann den Ball ins Ausklären, gibt einen Wurf für die Eintracht. Wilson hat den, neun Teufel hat den Ball. Wilson hat den anscheinend nochmal abgegeben. Aber mit der Tasche, aber oh, schießt dort den Elevate-Spieler an. Ich weiß nicht, ob es rechts war. Mark mit einem hohen Ball zu den Bann. Monokuma Kötz. Der kann laufen. Er muss jetzt aber nur schießen. Das war gefährlich. Weber kann den Ball nur abprallen lassen von Tauchen. Wartet so lange und Mata holt sich den Ball. Gibt nach unten zu Tasch. Der gibt um. Der sieht. Und Schuck, was macht der? Gibt zurück. Binder, Schuck. Tasch. Binder. Aber Binder. Bin Abdullah kann nicht schießen. Foto. Sucht Abor, der verliert den Ball. Nicht mehr viel zu spielen. Die Relais-Spielzeit nur noch 2 Minuten von Tauchen. Kann jetzt SC Elevate da was machen?
Mark gibt runter zu Vantauchen. Fulk, der kann nicht schießen. 2 Minuten Nachspielzeit. Aber die Eintracht wird jetzt versuchen, so lange wie möglich im Ballbesitz zu bleiben. Und sie sind lange und können vielleicht noch einen Angriff starten. Binder. Binder gibt ab. Oh, aber der kann nicht schießen. Aber es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke. Eine Ecke, die noch gespielt wird. Und das wäre jetzt noch was gewesen, wenn man hier jetzt noch das vierte Tor macht. Vielleicht ist die Ecke kurz gemacht zu Schuck. Er hat viel Platz. Gibt zu Binder und der schießt daneben. Und das war's. Es ist zwar nicht das 4-0 wie erhofft, aber trotzdem gewinnt die Eintracht 3-0, holt sich 3 wichtige Punkte und ist an der Tabellenspitze dran. Wenn sie so weitermachen, können sie vielleicht dann werden sie an welche mitreden in der Meisterschaft. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.